Hallo, heute ein Video mal nicht über den Adventskalender, sondern eins von hoffentlich vielen in diesem Jahr. Denn heute gibt es ein Unboxing-Video, also ein sogenanntes auf Neudeutsch Unboxing oder eben ein Auspack-Video. Und zwar habe ich ein Paket bekommen vor einigen Tagen, hatte mich da ein bisschen schon gewundert, aber auch direkt danach gefreut, nachdem ich so ein bisschen wusste, worum es geht. Danke Christian! Christian aus Königslutter. Da gab es kleine Probleme mit dem Versand des Adventskalenders. Das konnten wir dann aber lösen. Und das hier ist dann quasi das Dankeschön. Also vielen Dank auf jeden Fall. Und wir gucken mal einfach rein, was er mir so geschenkt hat. Machen wir mal auf hier oben. Oder geschickt hat, besser gesagt. Und dann gleichzeitig geschenkt. Ein Duckstein Sensorikglas. Sehr cool, Dankeschön. Ich sammle ja Gläser. Das kommt dann auf jeden Fall mit dazu. Und hier drin sehr schön eine Tragetasche von Köstritzer. Das kann man immer brauchen. Eine kleine Karte mit dazu. Frohes Fest. Vielen, vielen Dank. Was haben wir hier? Einmal ofengeröstete Mandeln von Duckstein mit leichter Rauchnote. Dankeschön, sehr cool. Ein Duckstein Rotblond Original auf Buchenholz gereift. Das schmeckt bestimmt lecker. Einmal Holzfass gereift, Captain Spelt von der Hirzbrauerei. Malt Beverage Aged in Original Caribbean Rum Barrel. Das werden wir uns mal an einem ruhigen Abend zu Gemüte führen. 8,5%. Holz fast gereift. Dann haben wir hier Brunswick Alt. Brunswick Braunschweig. Von Hand gebraut. Von der Jürgens Brauerei. National Jürgens Brauerei. Kannte ich noch nicht. Brunswick Alt. Mal schauen, ob es ähnlich dem Düsseldorfer Alt ist. Und einmal ein Altenauer Klippenbock. Echtkantiger Doppelbock. Sehr, sehr coole Sachen bei. Die Biere werden dann demnächst auf jeden Fall probiert. Vielleicht in einem Verkostungsvideo. Das muss ich dann mal schauen. Auf jeden Fall vielen Dank an Christian. Wer mir sowas schicken möchte, findet meine Adresse auf jeden Fall unter anderem auf der Webseite und auf der Facebook-Seite. Kann nicht mehr sagen als Dankeschön und hoffentlich sehen wir uns dieses Jahr außerhalb vom Adventskalender in Form von Videos oder auch live sehr, sehr oft. Das ist zumindest der Plan. Noch ein schönes neues Jahr wünsche ich euch. Viel Erfolg in diesem Jahr, Gesundheit und Glück. Und alles, was man sich so wünscht. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Wer weiß, wie lange es dauert. Auf jeden Fall, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.